Hi und willkommen zu einem Infopart von Egoding. Hier bin ich jetzt auf einem Server mit Putzer. Hallo. Ja, Putzer, wo bist du? Egal, der ist irgendwo im Boden. Ah, da ist er. Ja, ich stelle euch heute den. Jetzt nochmal den Gamer LP. Heißt doch der Server, oder? Ja, Gaming. Den Gamer LP Server vor. Es ist im eigentlich so ein Creative. Ein Server im Creative Modus. Man kann, wie ihr sehen könnt, wurde hier schon vieles gebaut. Auch so ein Deutschlandhaus, wie man da sehen kann. Und ich möchte euch auch jetzt heute zeigen, wie man eine versteckte Tür baut. Dafür brauche ich etwas. Erstmal eine große Fläche. Ich mache es hier nicht, weil unter diesem Boden jetzt. Na, warte, dann mache ich hier kurz eine. Okay. Ich sehe da schnell. Leute, falls ihr mich nicht kennt, ich bin der Putzer von Let's Play Group. Wenn Ego-Ding so nett ist, macht ihr vielleicht unten in der Videobeschreibung einen Link von mir. Ja, schaut auch meine Videos an. Abonniert sie, kommentiert, es wäre nett. Abonniert und kommentiert und bewertet mich ebenfalls. Genau. Und jetzt kannst du kommen. Weil okay. Ich habe jetzt hier. Ah, ist ein bisschen schwer, dich zu finden. Flieg einfach mal hoch. Oh, was jetzt? Bitteschön. Ah, jetzt kann ich zeigen, wie. Ah, das ist teleportiert. Wo bin ich jetzt? Ja. Okay, dann fange ich mal an. Brauchst ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Also ich habe die Geräusche erstmal noch ausgestellt, weil vorher war unter dem Boden so ganz viele Monster. Die haben also eine richtige Veranstaltung gemacht. Also, das hat mich total irritiert. Ich fange jetzt an. Das wird der versteckten Tür. Ich brauche erstmal das nötige Material. Redstone-Flaggen. Ich mache noch ein bisschen an meinen Server bauen. Bau mal, ich rufe dich dann. Ja, klar. Ich baue jetzt. Ich habe schon ewig nicht mehr Minecraft gespielt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist jetzt auch in meinem Inventar sind auch Waffen drin. Ich habe nämlich auch so einen Mod. Mod? Installiert. Ah ja, hier so Vapesen-Mod. Hast du es auch? Nö, ich kenn's nur. Hier ist es so Pflanzen Modern Weapons Mod, World War 2 Mod und dann noch so mit Flugzeugen und so. Das will ich jetzt aber nicht anwenden, denn ich stürze immer gleich ab. Ich weiß nicht, wie man Flugzeug bedient. Redstone. Ich glaube, das Video wird Überlänge haben. Egal. Ich nehme wenigstens einfach noch das normale Stein. Hier kommen erstmal zwei Redstone. So solche zwei Redstone-Fackeln hin. Dann hier, hinter diesen Blöcken, kommen Redstone-Verstärker. Wie heißen die eigentlich nochmal so? Ja. Wir brauchen erstmal viel Platz. Braucht aber auch ein paar. Putzer ist no AFK. Ja, ich lese immer gleich vor, was da steht. Leute, wenn ich was sagen kann, der Server läuft zurzeit über Hamachi. Wenn ihr wollt, kann ich dann Ego-Ding dann die. Ich werde jetzt gerade eben paar neue Hamachi-Server aufmachen und ihr könnt dann ruhig mal mit uns spielen, weil er hat 100 Slots. Ja, und können sehr viele drauf joinen. Ja. nochmal. Ah ja. Ich weiß, wie es geht. Ich muss nur überlegen, wie es genau geht. Das ist auch ein kleines bisschen kompliziert. Also ein bisschen Geduld. Aber es wird funktionieren. Okay, da unten sind jetzt die Fackeln.
Ups, falsch. Falsch da. Ach. Weil so geht's nicht. So geht's. Gut, okay. Das. So, also man muss. Hoppala. Man braucht auch sehr viele klebrige Kolben. Für links und rechts braucht man 4 von diesen. Und dann nochmal 2 für die Mitte, weil das geht nämlich so zu. An beiden Seiten geht zusammen. Und dann schieben noch so diese 4 Kolben hier. 1, 2, 3, 4. Die Steine noch nach vorne. Maps. So. Da. Kann sein, dass ich jetzt einiges auslässt, aber das mache ich auch, das behebe ich auch dann gleich. Man braucht 4 Redstone-Verstärker an jeder Seite. Es muss alles richtig getimed sein. Wenn das jetzt nämlich dieser Kolbenvierergruppe zu schnell zurückfährt, dann kann sich das nicht richtig zurückziehen. Denn ist nämlich das hier noch im ausgefahrenen Zustand. Und im ausgefahrenen Zustand können Kolben nicht von anderen Kolben zurückgezogen werden. Das machen wir jetzt so nach hinten. So. Wir sehen können. Wow, es funktioniert ja schon. Lol. Also nur eine Seite. Ihr sehen könnt, ist da jetzt noch eine Kolben. Eigentlich noch nicht ganz zurückgezogen. Ich weiß nicht durch was. Ah, ne, hoppala. Jetzt weiß ich durch was. Da. Auf dem Server lag es ein kleines bisschen. Also nicht, das liegt daran. Weiß ich selber nicht. Das funktioniert schon. Die Kolbenvierergruppe schiebt das schon so zur Seite. Müssen wir jetzt erstmal. Nee. Lol. Ups. Oh, das ist auf der falschen Stelle. Upsala. Verzeiht mir. Das ist mein erstes Minecraft-Video. Also mit Kommentar. Ich hatte noch andere auf dem Kanal. Ja, Leute. Naja. Na, was soll ich denn dazu sagen, wenn du da hier gerade Pistons. Man braucht dafür schon ein paar Pistons. Also, es ist schon eine Menge, die man braucht. Ich grab mich erstmal hier runter. Pass auf, dass du nicht die Bedrock-Ebene durchschlägst. Nö. Also ich habe irgendwie Angst vor. Ich habe immer Angst vor der Leere. Was? Vor die Leere? Ja, ich habe vor der Leere Angst. Lol. Weiß auch nicht wieso. Hätte nämlich mal einen Albtraum davon. Ja. Ja. Bin ich. Da habe ich mich auch etwas gegraben, aber in echt. Und dann. Einmal fällt da so ein Loch. Okay. Ich habe mich immer erschrocken. Ich habe mich auch schon beim ersten Mal erschrocken, als ich Minecraft gespielt habe im Creative Modus. Ich habe mich gegraben, ich habe einfach gedacht, ach, es hört nicht auf. Dann auf einmal alles schwarz, mir fliegen Partikel ins Gesicht. Ich bin da richtig hochgefahren.
Und das habe ich wirklich nicht erwartet. Bin ich das jetzt auf der falschen Seite? Jetzt grabe ich mich hier bis zum Lava runter. Ja. Kennst du die Farlands? Was, die Farlands? Nee, die Farlands, die fernen Länder. Die in Minecraft, die es mal in Minecraft gab. Keine Ahnung, kann sein. Kannst du dir mal auf Minecraft Wiki angucken. Das sind so richtig. Also es gab. Upsala. Da gab es. What? Da. Fuck. Wenn ich jetzt den ausgefahrenen Kolben hier kaputt mache, bleibt noch der Kolbenkopf kurz da und dann verschwindet er. Lol. Naja, Serververhalten. Mein Serververhalten? Ah, nein, nee, 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 das ist. Ich habe nichts gegen einen Server, der ist super. Vielleicht liegt halt eben daran, weil. Ja, Minecraft jetzt an alle schicken muss, was mit diesem Kolben passiert. Ist er jetzt geschlossen? Ist er geöffnet? Was macht der Ego-Ding damit? Das ist die Frage. Was macht der Putzer außerdem? Ja, was macht der Putzer? Putzt er. Oh. Der steht nur rum. Macht gar nichts. Nein, ich mache gleich ein Eisenmensch. Ah, also ein Eisengolem meinst du? Ein Golem. Ein Gollum. Wow. Ein Gollum, genau. Das Gollum. Ich hab den Gollum gemacht. So. Oh, hoppala. Das ist ein kleiner Fehler. System. Hier. Ich bin Gangster. Mach den Gollum weg. Das ist ohne. Nee. Ich weiß nicht, was der Eisengolem macht. Der läuft erstmal durch die Gegend, sucht nach Gegnern und wenn er Gegner findet, nimmt er sie hoch und schmeißt sie zu Klump. Also, als Beispiel jetzt, wenn ich hier was finde. Zeig mal, was sie machen. Okay. Aber nicht so. Da geht's zu meinen Kolben. Du bist nicht. Oh. Also. Ja, Leute, ich habe nämlich jetzt die Geräusche aus Half-Life 1 eingefügt, weil ich nämlich so ein Texture-Pack habe. Kleinen Moment. Zeige ich jetzt mal. Hallo, lade. So. Ja. Hier ist. Da. Die Skelette sind jetzt Vortigons. Upsala. Alle Skelette fliegen in die Höhe und wie bei mir die Vortigons. Da hat sich einer was gebrochen. NPC. Ja. So. Hat mir Spiel jetzt auch eine Brechstange. Hey. Brechstange! Ey, lass die arme Brechstange in Ruhe. Nee, du brauchst den Half-Life Texture Pack. Oh, das nervt jetzt ein bisschen. Geräusche ja, runter. So. So. Geräusche sind jetzt erstmal aus. Es hat wirklich. Also. Gleich wird dieses Video disliked und ich werde deabonniert, weil das Video so scheiße ist. Ah, so. Ah, jetzt. Oh, sorry, Leute. Ich habe ja noch Day drinne. In Day Mode. Ha, jetzt. Jetzt sieht das alles nach aus. Texture Pack wieder normal. Vielleicht soll ich die Geräusche wieder rausmachen. So. Oh, jetzt habe ich gar keine Lags mehr. Also. Ich habe jetzt 39 Bilder. Wow. Ich hab normal. Also bei mir steht immer da 100. Kriegst du es hin? Was? Kriegst du es hin? Was denn? Also das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht fertig. Aber es funktioniert schon. Aber also ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann banne mich bitte. Ich habe mal ein Video gesehen, wie man aus rohes Eisen oder aus Diamantenblöcken
Genauso. Ach, egal. Leute, vergisst, was ich gesagt habe. Ist nicht richtig getimed, wie ich sehe. Vielleicht erreicht auch das Signal nicht. Die Blöcke. Mal gucken. Warte mal, da mache ich doch irgendwas falsch. Was denn? Das zieht sich zurück. Mal gucken. Aha. Die Flagge will nicht angehen. Oder liegt es einfach daran? Ach, stimmt, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Dahin nehme ich hinter diesem Block muss noch ein Redstone-Verstärker sein. Dann funktioniert's. Hoffe ich mal. Ups. Jetzt hat's funktioniert. Beim unteren jedenfalls. Jetzt muss ich noch so ein oberen, das obere machen. Das war ein Fail. Epic Fail. Ja, episches Fail. Dann müsst ihr Vier noch Leben sehen, so ein Korn. Tor machen. Also, natürlich müsste es auch in eine Höhle passen. Ihr braucht sehr viel Platz dafür. Okay, jetzt geht's auch da an dieser Seite. So. Eisengolem steht jetzt nur da rum. Hallo. Und geht's jetzt? Ja, also ich muss es noch, diese Seite hier. Und da ist er. Die Ja, das obere Seite geht nicht. ist da. Ich werde jetzt einfach jetzt mal was versuchen. Ja, versuch mal was, ich mache hier weiter. Ja. Ich muss noch mal kurz ein Video vom Kumpel Ah, da will ich angucken. jetzt nicht wieder zurückgehen. Da muss ich hier die, muss man hier die Zeit verlängern. Hallo? Headset runtergefallen. Nein, ich mach's immer aus, falls ich zum Beispiel husten muss oder so. Ach so, aber Ja, man will ich ja nehme schließlich nicht, Rücksicht. man will ja schließlich Ich den Huster nehme. nicht im, nicht im LP hören. Genau. Ja, Leute, was ich fragen wollte, ich will mal die Leute, die Ego-Ding abonniert haben, will ich mal wissen, ob ich Dead Island aufnehmen soll oder nicht. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Also, machst du jetzt kein Video? Hä? Nein. Okay. Kennst du den S-Mod für Half-Life 2? Der Ja. Eisengolem behindert mich am Arbeiten. Aber irgendwie, wenn ich da, oh, wie heißt, wenn ich da Sheets eingeben will, dass ich alle Waffen habe, funktioniert das ja auch nicht, weil ich weiß Ex, nicht. du musst Exec, also Executive Give All eingeben. Hä? Ex. Nee, ich meine aber, welche Taste ich da drücken muss. Taste. Ach so. Ach, eine Konsole. Du kannst im Internet googeln, wie man die Konsole bei Half-Life 2 öffnen kann. 3, 4, 6. Bei Ja, Half-Life aber. Portal. Geh mal auf Half-Life Portal. Gib das in Google ein. Dann geht's zu Half-Life 2, das ist oben. Und dann müsste bei links Sheets stehen. Und dann steht da auch, wie man die Konsole aktivieren kann. Muss ich mal dann gucken. Es ist halt wirklich sehr So. hilfreich, dieses Portal.
Ach, Esmod finde ich einfach nur genial. Ja, die Es ist im zensierte Detail auch nur Version, lustig. also kennst du die, du weißt doch, dass Half-Life 2 zensiert wurde. Ja. Ja, und mit S-Mod? Was mit Das hilft Esmod? die Zensur nichts mehr. Hm. Hat man alles für umsonst zensiert. Außerdem, es ist doch nur ein paar Einstellungen in der, ein paar irgendwelchen Dateien. Das alles zensiert. Also die wurden, die komischen NPCs wurden ja auch mehrere gemacht. Oh, keine Ahnung. Okay, ich muss erstmal hier verbinden. Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Dumbi. Ich muss jetzt hier im Boden Papa, verstecken. Dumbi. Bab, bab. Oh, das sind so viel. Ups, falsch. So. Was machst du jetzt eigentlich? Ach so. Ja, Ich habe das ganze Kleppern gehört. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Also ich will die, wenn man meine Welt, also in Minecraft ist total mit Kratern übersät und voll mit Kratern, weil ich nämlich diesen Herobrine-Mod benutzt habe. Der war weder unheimlich noch irgendwie verstörend, sondern der war einfach nervend. Dieser blöde Herobrine. Aber dann habe ich diesen Waffenmod genommen, dann habe ich eine tolle Jagd auf den Herobrine gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Er ist gekommen, wollte mich erschrecken und ich habe ihm dann eine Schrotladung in die Fresse verpasst. Eat this, Bats. Irgendwie leckt gerade alles bei mir. Bei mir leckt gar nichts. Nee, ich meine hier Die YouTube. Verbindung. Da kam es irgendwie ab F3. Minecraft Multiplayer Shunk. Hier steht nicht, ob was leckt. Nee, ich disconnecte kurz mal. Das ist nur so ein komisches EKG. EKG. Nee, das ist die Verbindung wohl, oder? Irgendwas, ich weiß nicht. Irgendwas wird es wohl darstellen. Aber dass das Signal lang stark genug ist. Nee, müsste eigentlich groß genug sein. Ah, da. Und dann hier direkt darunter. Sowas. Natürlich müsst ihr das alles, wenn ihr das nachbauen wollt, das an der Höhle schaffen. Ich habe es auch geschafft. Das war auch nicht ganz einfach. Da stimmt wohl was nicht. Bob. An damit. Aha, da reicht das Signal nicht. Aha, es ist so klein. Da ist es zu klein. Da reicht Signal nicht. Ich sag gerade das, was ich le ich sag gleich das, was ich denke. Ah, es funktioniert. Putzer. Ah. Join the game, bist du wieder drin? Ja. Warte mal, ich mach das noch alles in einen Kasten rein. Hey, warte Ich muss noch so Flaggen rein, mal. ich meine, keine Flaggen, sondern Fackeln reinstellen, sonst spawnen Monster darin. Das wird dann ziemlich blöd. Bevor noch irgendwie ein Creeper explodiert, sorge ich lieber mal vor. Ich habe mir Horne wie ein Sieb. Da, so. Kennst du das Spiel Sin? Nee. Das wurde mal wieder, es wurde, ist auch so ein altes Spiel. Hab's auch Let's Played, muss ein bisschen gucken, das ist schon älter. Das war mein erstes Let's Play, ja, aber ich habe erst später mit Kommentieren angefangen. Weil ich erst ein bisschen zu schüchtern war. War bei mir auch so. Das ist eigentlich relativ gut gelaufen. Ich bin jetzt bei Quake 4. Unzensierte Version.
Stell dir vor, die deutsche Version ist überhaupt nicht deutsch. Also keine deutsche Untertitel, keine deutsche Synchronisation oder sowas in der Art. Ja, so wie bei mir, weil Oh, jetzt habe ich eine mit Dead Verbindung. Island, das ist auch keine deutsche Version. Und die haben es auf Deutsch gestellt. Ja. Also so komisch, kein Plan, ne? Ja. So, das. So. Also Leute, wenn ihr mal auf diesen Server kommen wollt, ihr seid jederzeit willkommen, aber bitte kein Player versus Player. Es ist zwar angeschaltet, aber bitte, keiner soll hier aufmucken und auch keiner soll griefen, denn mit einem Druck von Putzer auf der Tastatur seid ihr weg und gebannt. Genau. Also ich wollte euch mal das zeigen, aber Ego-Ding macht da hinten gerade was. Und das ist ein bisschen fies, wenn ich das mache. Was, werde Jetzt ich jetzt sagt er. gebannt oder was? Nein! Ich hätte dich nur gekickt. Du hättest danach drauf können. Versprecher versammeln. Schwanzmund. Du hättest da drauf noch hier könnt. Du müsstest mal drücken, um was zu sagen. Was soll ich denn machen? Nee. Ach, ist doch egal jetzt. Okay. Wie war das? Und der Eisenbohnen läuft ganz halt durch die Gegend. Okay. Der beobachtet dich, was er macht. Der stalkt mich. Mach ihn weg, mach ihn weg. Nein, Nee, mach kannst ich ihn da nicht. lassen. Das stört mich ja jetzt nicht. Solange er mich nicht stört, ist alles in Butter. Also, das habe ich natürlich viel kleiner hinbekommen. Oh, ich weiß nicht mal, wie das Plugin heißt. Also ein Plugin. Wo du normale Typen zu Tiere machen kannst oder so. Also ich packe das erstmal hier alles ein, dass es nicht so offen aussieht. Aber ich muss, ja, wie soll ich denn hier mal? Ach so, ich habe ja das Brecheisen vorher benutzt. Ich mache erstmal ein paar Fackeln rein, dass später keine Monster spawnen werden. Das wäre ziemlich nervig. Die werden eh kein Game-Mode. Auch wenn sie fragen, höflich und nett. Ich sage nein. Also, fällt mir auch ein. Kennst du das Spiel Cube 2? Kennst du das Spiel Cube 2? Okay. Dann ist es auch Na, ich egal. spiele eigentlich nicht so eine. Also, sorry, aber ich spiele nicht so eine alten Spiele. Es ist eigentlich 2 Jahre alt, aber es ist immer noch super. Das ist, Na. so, da kannst du. Das ist eigentlich Ich bin schon. eher so für Half-Life 2 und so. Ich auch. Das Half-Life 2 ist wirklich ein tolles Spiel, auch wenn es alt ist. Ich finde es einfach super, ich spiele es immer wieder gerne. Mit dem S-Mod Redux Version 8 werden zufällige Spawn-Punkte eingefügt. Also so, beim ersten Durchspielen kommt da jetzt zum Beispiel einer dieser Combine-Soldaten raus. Beim zweiten Mal Durchspielen kommt da jetzt ein anderer Gegner raus. Vielleicht ein Super-Soldat oder sowas. Man Oder ein weiß nie, was Super-Soldat oder kommt. so. Deshalb ist immer das ein bisschen anders. Nicht viel, aber es hat seine Wirkung. Gib mir mal nachher Link. Also schick mir mal nachher Link davon. Ja, es ist. Es ist. Warte mal. Muss noch hier vielleicht 2 Flaggen machen. Ah, okay. Ich bin gleich fertig, aber. Ja, ich bin auch gleich fertig. Pap. Pap. Ups. Pap. 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 Ah, falsch rum. Ah, fail versehen. Pap. So. Pap. Pap. Ja, Pap. was ist mit Pap. meiner Tastatur los?
so richtig. Hier ist nichts Besseres an, was ich da hinschreiben soll. Ups, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt noch Flaggen. Was machen wir noch hier? Normale Flaggen. Okay, es ist vollbracht. Hier. Nee, stopp, kleinen Moment noch. Okay, kann's kommen. Warte. Okay, ich warte. Okay. Bevor du jetzt diesen Schalter drückst. Rat mal, wo die Tür, wo sich die Tür öffnen wird. Hier. Okay, drück mal. Ich stehe nämlich jetzt davor. Oh, daneben. Oh, ist ein Epic Fail passiert. Wieso geht das nicht? Verbindung wieder was, oder? Okay, ich mache jetzt. Ich bin jetzt richtig confused. Keine Ahnung. Ah, jetzt weiß ich wieso. Ich muss auch noch hier timen. So. Wollen wir erstmal noch eine normale Fackel dahin stellen? So. Nochmal so. Okay, jetzt ist zu. Mach ich wieder auf. Oh, es funktioniert. Nur wenn ich, aber wenn ich offline bin, geht es viel schneller. Ja, okay, Leute, das war die versteckte Tür. Ups, das noch. Damit sie wirklich gut wirkt und auch gut aussieht, müsst ihr sie verstecken. Aber wie sollte sie denn überhaupt denn gut aussehen? Was brauchst du denn? Ja. Du weißt selber nicht, was du baust. Doch. Okay, Leute, das war die versteckte die Bauanleitung für die versteckte Tür. Ich hoffe, es hat euch geholfen, euer Haus zu verstecken. Also ich meine, dass andere den Eingang nicht finden können. Also, das ist jetzt das Ende. Sag auch du auch noch tschüss. Auf Wiedersehen, Leute. Und geht mal auf den Server Gamer EP, das ist wirklich toll und das. Also wir freuen uns auf euch. Ciao.